Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Feuchteland Video. Wir machen weiter mit der holländischen Spam Energy Drink Reihe. Diesmal gibt es die grüne Dose, das ist die Stevia Edition. Wie auch bei Coca-Cola setzen jetzt anscheinend immer mehr Energy Drink Hersteller auf Stevia Sorten. Und man wirbt hier fett damit, 50% weniger Zucker. Also man versucht den Zuckergehalt zu senken und dadurch Süße durch dieses Stevia Zeug herzubekommen. Hat den Effekt, dass die Dose hier deutlich weniger Kalorien hat als die normale Dose. Zum Vergleich nochmal, wir haben hier 119 Kilokalorien für die ganze Dose, 250 Milliliter. Und hier sind es jetzt nur noch, in Anführungszeichen, 67,8. Also ich sag mal Pi mal Daumen, auch nur noch halb so viel Kalorien, kommt nicht ganz hin, sagen wir 40% weniger Kalorien. Und auch bei der Zusammensetzung unterscheiden sich die Sorten. Hier ist viel mehr Zeug drin, also wieder Wasser, Zucker, Zitronensäure, Taurin. Auch der Koffeingehalt ist niedriger. Wir haben hier nur 25 Milligramm auf 100 Milliliter. Und dann, da ist Stevia-Extrakt und der Hinweis, dass das Koffein aus Guarana gewonnen wurde. So, und jetzt Produkt aus Holland, ohne Pfand. Siegel und jetzt starten wir einfach mal. Es zischt nicht, aber wir schnüffeln mal. Ich finde ja hier, das Original, die normale Spam Energy Dose, riecht grausam. Aber jetzt mal gucken, ob hier, wie viel hier anders ist. Es kann nur besser werden. Riecht kaum. Ja, es riecht so ein bisschen nach Energy Drink. Und ja, da ist auch wieder dieser negative Geruchbestandteil mit dabei, aber deutlich weniger. Aber der ist da, das riecht auch nicht toll. Es ist zwar erträglicher, aber wieder auch hier wieder bei diesen Spam Energy Drinks nicht dran riechen. Auch wenn ihr sie trinkt, Luft anhalten. Nee, das riecht auch wieder. So, gucken wir mal farblich. Ist was heller, ja, so ein Ticken heller, aber ich würde mal sagen, wieder deutlich dunkler als unser normaler Energy Drink. Deutlich weniger Kohlensäure und Blubberbläschen als beim Standard Spam Energy Drink. So, und jetzt bin ich doch mal gespannt. Gerade was das Stevia-Zeug anbelangt, finde ich ja, das schmeckt ganz, also man schmeckt es deutlich raus und mir ist es halt zu herb. Da wünsche ich mir lieber natürliche Süße oder so, wie wir es gewohnt sind. Ich muss aber sagen, bei 40% Kalorieneinsparmaßnahme, ja, da bin ich auch hier und da schon bereit, Abstriche zu machen. Aber jetzt erstmal Prost. Nummer 1, was direkt auffällt, es prickelt nicht. Also wer den normalen Spam Energy Drink im Kopf hat, der wird hier erstmal enttäuscht, dass da einfach viel weniger Kohlensäure drin ist. Geschmacklich schmeckt das am Anfang, die ersten 1-3 Sekunden, wie ein normaler Energy Drink. Mit dem Nachteil, dass es halt nicht so prickelt. Aber das kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn es jemand nicht so prickelig mag. Nicht einatmen beim Trinken, das ist. So. Ist scharf, Schärfe ist da. Ja, beißt auch ein bisschen, aber nicht so wie das Original. Geht in Ordnung, es ist halt in Summe sanfter. Ja, das kann auch durch die fehlende Kohlensäure sein. Ja, aber es schmeckt halt immer noch am Anfang wie ein 0815 Energy Drink. Jetzt kommen wir aber zu meinem Stevia-Problem. Normal. Und jetzt merkt man, nach 3 Sekunden merkt man eindeutig, der Geschmack flacht ab. Das geht so, okay, also normal und dann, aber nicht so, wie ich sag mal bei einem Light-Produkt oder bei einem Zero-Produkt, wo es wirklich grausam runtergeht und dann wirklich unten im Keller meiner Meinung nach bleibt, sondern der bricht so ein bisschen ein. So, also ich sag mal, um 50% bricht das geschmacklich ein. Und dann geht's runter, aber immer noch auf einem Niveau, was viel, viel weiter als so ein Zero- oder Light-Produkt ist. Ich sag mal so, geschmacklich geht das hier so gerade noch in Ordnung. Ich finde, das ist das erste Stevia-Produkt, was so den Vergleich mit dem Originalprodukt
was ich gewillt wäre zu trinken, wenn mir denn das Originalprodukt wirklich gut gefallen würde, was es nicht so ganz tut. Es ist halt 0815 Zeug und dann riecht es mies. Nee, das Spam Energy Drink Zeug ist nicht so meins. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass man hier durch das Stevia Zeug 40% Kalorien einspart und dann geschmacklich eher noch am Originalprodukt ist, als an den Zero- und Light-Produkten vom Geschmack. Und das ist das, ja, da möchte ich hin, das wäre auch so meine Bitte so, wenn das mal mit anderen Getränken klappen würde, dass ich sagen würde, ja, das ist endlich mal so der richtige Weg. Wobei, erwartet hier keine Wunder, das Zeug schmeckt eindeutig anders. Es ist hier einfach nicht eine kalorienreduzierte Version, es ist nach 3 Sekunden, schmeckt das Ganze auch deutlich anders, deutlich, ich sag mal geschmacklich, unter einem 0815 Energy Drink, einem 0815 Gummibärchensaft Drink. Aber das geht so gerade noch in Ordnung, sag ich mal. Das ist noch ausbaufähig. Ja, meine Wahl wäre es jetzt nicht. Und ich mal ganz ehrlich, wir sind hier bei Kilokalorien 27,1 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Da sind wir schon auf einem hohen Niveau. Da kann man auch sagen, dann lege ich noch ein bisschen drauf und ich denke mal so bei ab 38 Kilokalorien gibt es ja genügend Energy Drinks da draußen, die schon voll schmecken, vernünftig schmecken, also 100% Geschmack dann haben. Und ich sag mal, wenn ich schon bei 27 bin, dann gehe ich diese 10 extra Kilokalorien auch noch und hole mir halt einen durchbleibenden, durchgängigen, richtigen Energy Drink Geschmack und halt nicht dieses Abflachen mit diesem herben Stevia Geschmack, den man deutlich rausschmeckt. Was aber, wie gesagt, bisher ist das hier noch der Einäugige unter den Blinden, meiner Meinung nach. Bisher aber ganz prickelnd ist es nicht. Wir haben noch genug Luft nach oben, aber ich sag mal, das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem, beide Spam Energy Drinks, nicht meine Welt, würde ich jetzt nicht nochmal kaufen und vor allem nicht dran riechen. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!